Ja, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin heute wieder im Wald unterwegs in der Dresdner Heide. Und zwar zwei Gründe hat das Ganze. Erstens, wir fangen mal bei den langweiligeren an. Da hinten irgendwo im Wald, wo ich jetzt gleich hinfahre, habe ich gesehen, wirklich mitten im Wald, fernab von allen Wegen, gibt es einen See dort eingezeichnet. Ich blende sie einfach mal kurz ein. Da ist so ein See eingezeichnet bei OpenStreetMap. Der hat nur einen Durchmesser von so 3 Metern oder so. Und da drumherum ist so eine Böschung, was auch immer das soll. Ich werde mal nachgucken, was der Mapper da gefunden hat. Nummer zwei, deutlich spannenderer Grund. Es gibt ein Gewässer, das heißt verlorenes Wasser in dem Wald hier. Und dort in der Nähe habe ich gesehen einen Hinweis inklusive Bild. Das kann ich hier mal ganz kurz sogar einblenden, das Bild vielleicht. Mit einem Lost Place Keller. Ja, da dachte ich mir, das gucke ich mir einfach mal an. Finde ich ganz interessant so. Und ja, sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier wo ich gerade bin, ist der Punkt, an dem der See, den ich vorhin gezeigt hatte, ich kann auch hier nochmal einblenden, am kürzesten an einem offiziellen Weg dran ist. Deshalb bin ich hier. Ja, es ist gerade ein bisschen regnerisch, wie man sieht. Okay, ich bin jetzt ein paar Meter hier reingegangen und ich bin noch nicht da, aber hier ist irgend so eine coole, warte, ich zeig's mal kurz auf der hinteren Kamera. So, man sieht's nicht so gut, aber hier ist irgend so eine coole einfach. Es geht hier einfach in den Boden rein sozusagen. Ah ja, von hier sieht man es ganz gut. Ich weiß nicht, ob das sowas ist, weil wenn ja, okay, wild, dass das irgendein Typ mitten im Wald sowas gefunden hat. Aber ich gehe mal weiter gucken, vielleicht ist es ja was anderes. Jojo. Hier hinten habe ich gerade gesehen. Einen Moment. Hier hinten, genau da, ist einfach so eine Holzhütte. Mitten im Wald. Aber die sieht professionell aus, ein bisschen. Ein bisschen. Ich zeig's dir nochmal. Das ist halt die Holzhütte. Hier irgendwo soll auch der. Die coole sein. Oh wow. Ich hab den See gefunden. Darf ich präsentieren? Der See. Bisschen Schlamm. Naja. Okay, aber diese Holzhütte könnte eventuell dementsprechend erklären, wie dieses Teil gefunden worden ist. Da hat sich wahrscheinlich irgendwer gedacht, er baut diese Holzhütte hier und hat das gesehen, dachte ich, das trage ich ein. Ja, kann er ja machen, ne? Aber, ja, wild auf jeden Fall. Ne, interessant, aber dass sich echt jemand Mühe gegeben. Also es ist jetzt nicht so eine Schrottbude, die man Kindergartenkinder im Wald bauen lässt, wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Bei mir dauern solche Touren halt immer circa 3 bis 4 Mal so lang wie bei jedem normalen Menschen, weil mir dann immer noch irgendwelche Sachen auffallen, die am Wegesrand sind, die nicht oder nicht vollständig bei OpenStreetMap eingetragen sind. Und ja, hier jetzt ein Jägerhochstand, aber ich glaube, der Jägerhochstand hier, der muss nicht mehr bei OpenStreetMap eingetragen werden. Da ist wirklich ein Baum direkt drauf gefallen. Ich zeig's mal kurz. Hier. Junge. Ey, das sieht so wild aus, jetzt mal ganz ehrlich, oder? Ich mache jetzt ein Foto davon. Zack. Ja. Na gut, ich gehe jetzt nochmal zu der. Wo angeblich der Keller sein soll, gehe ich jetzt nochmal hin. Bin ich gespannt, ob da wirklich irgendwas ist. Versteht ihr? Weil. Das ist so ein OpenStreetMap-Hinweis gewesen, der seit 3 Jahren nicht bearbeitet worden ist. Das hat erstmal noch nichts zu sagen. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, das klingt irgendwie nicht so, als wäre da heute noch irgendwas, weil 3 Jahre sind halt schon viel Zeit. Aber wir gucken mal. Man kann sich ja mal überraschen lassen. Übrigens, das Gewässer, was ihr hier hinter mir seht, das hier, dieses Gewässer hier ist das verlorene Wasser und man sieht's. Da ist das verlorene Wasser. So Leute, ich bin jetzt genau hier, wo der Keller hätte sein sollen. Das Ding ist, ich hatte ja gesagt, ich vermute nicht, dass hier was sein wird. Ich hatte recht. Guck mal, hier ist nichts. Hier ist halt wirklich nichts. Aber
Damit geben wir uns ja bei Friedrich Meixner natürlich nicht zufrieden. Wenn ich hier hintrete, hierhin, dann vibriert der Boden und es klingt so, als wäre hier ein Hohlraum drunter. Deshalb werde ich mal kurz gucken, ob man das irgendwie frei bekommen kann. Und dann gucken wir mal, was da drunter ist. Okay, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgekratzt und hier ist eine Holzplatte. Die Hohle sind anscheinend unten drunter. Ich gucke mal, ob man ein bisschen weiter noch machen kann. Und ja, mal sehen. Alter. Viertelstunde, glaube ich, jetzt hier rumgeschaufelt, aber wir haben ein Brett rausbekommen. Junge, das Teil ist größer als ich dachte. Ich versuche mal, ob man hier irgendwie sich Zutritt verschaffen kann. Okay, der Zutritt ist hergestellt. Ich habe jetzt zwei von diesen, weiß nicht wie viele Bretter das sind, rausgenommen. Die sind jetzt da. Man hört da unten, ich weiß nicht. Man sieht es nicht so gut. Das ist aber alles voller Wasser hier. Das liegt daran, dort ist so ein Rohr, da kommt Wasser raus und fließt hier rein. Und was das da hinten ist, Digga, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wozu dieses Scheißteil hier dient. Also es ist halt voller Wasser. Da hinten sind noch so Stufen. Ich weiß nicht, ob es hier mal früher weiter runter ging. Aber, ja. So sieht das Teil hier aus. Wir gucken nochmal von der anderen Seite. Aber hier ist halt auch nur die Wand, ne? Ja. Gut. Wenig spektakulär, muss ich sagen. Also, da hätte ich mir natürlich jetzt mehr erhofft, sage ich mal jetzt. Aber, also das heißt, erhofft jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass da irgendwas Krasses ist. Aber, wäre natürlich cool gewesen. Aber, naja, man hat halt nicht immer die spannendsten Geschichten da, ne? Also, ich vermute mal, nächstes Mal muss es wieder Windpark-Videos geben, sonst ist es nicht spannend genug. Ja, genau so ist es. Ich werde jetzt die Bretter wieder drauf machen, ein bisschen zuschaufeln, dann kann es schon wieder auf den Rückweg gehen. Jawohl. So Leute, der Keller ist wieder verschlossen. Man sieht's. Wie man sieht, sieht man nichts. Hier drunter ist er, aber hören tut man es noch. Ja. Ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen. Ne? Das war es dann auf jeden Fall wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Nee, scheißegal. Macht einfach, was ihr wollt. Bis zum nächsten Video. Tschüss.